Dies ist eine Gleichung vierten Grades mit einer unbekannten x. Wenn wir diese Gleichung in diese Form schreiben, x hoch 2 im Quadrat plus x Quadrat minus 6 gleich 0, dann erkennen wir zwei Quadrate, x Quadrat und das Quadrat von x Quadrat. Also nennt man solch eine Gleichung eine biquadratische Gleichung, weil es ja zwei Quadrate gibt. Da die unbekannte x nur in dieser Form x hoch 2 auftritt, stellen wir x hoch 2 gleich y. In dieser Gleichung ersetzen wir also an beiden Stellen x hoch 2 durch y und so stoßen wir auf diese y-Gleichung zweiten Grades. Also können wir diese Auflösungsformeln nutzen. Wir legen zuerst die Werte für a, b und c fest. A ist hier 1, b ist auch 1 und c ist minus 6. Dann rechnen wir die Diskriminante Delta, b² minus 4ac, also hier 1 im Quadrat minus 4 mal 1 mal minus 6. Das macht 1 plus 24, das heißt 25. Da Delta streng positiv ist, sind wir im dritten Fall und finden diese y-Werte. In unserem Falle hier macht das also minus 1 plus minus Quadratwurzel von 25 geteilt durch 2 mal 1. Also minus 1 plus minus 5 halbe. Jetzt zerlegen wir in den zwei einzelnen Rechnungen. Minus 1 plus 5, das macht 4, geteilt durch 2, das macht 2. Und minus 1 minus 5, das macht minus 6, geteilt durch 2, macht minus 3. Aber Vorsicht, die Übung ist nicht beendet. Wir haben hier y-Werte gefunden, gefragt werden aber x-Werte. Also nicht vergessen, back to x. Wir haben zwei mögliche y-Werte. Erstens, wenn y 2 ist, das bedeutet, dass x² 2 ist, woraus wir schließen, dass x plus oder minus Quadratwurzel von 2 sein muss. Jetzt der zweite Fall, wenn y minus 3 ist, das heißt, dass x² minus 3 sein muss, aber das Quadrat jeder reellen Zahl ist immer größer gleich 0, kann also nicht gleich zu einer streng negativen Zahl sein. Das heißt, die zweite Möglichkeit führt zu keiner weiteren Lösung. Also sind das die zwei einzigen Lösungen dieser biquadratischen Gleichung. Lösungen, die wir in die Lösungsmenge hineinstecken. Und so sehen wir, dass wir durch die Gleichung zweiten Grades auch fähig sind, eine biquadratische Gleichung zu lösen. Die Übung ist beendet.